Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir haben jetzt 2, 3 Jahre relativ, also 2, 3, ja, Jahre eigentlich. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir jetzt recht friedlich verbracht. Ich habe in der Pause jetzt noch eine Truppe gebaut, also nicht gebaut, sondern wie schon wissen, einmal in Auftrag gegeben. Schauen wir mal, Geld haben wir noch mehr als genug. Wäre schön dieses Jahr, dass wir Antirationalismus entdecken. Das würde uns weiterhelfen, was die Forschung betrifft. Das würde uns auch weiterhelfen bezüglich des Prestiges. Wir sind noch immer Zweiter industriell, das ist ein bisschen ärgerlich. Gut, Kolonialarmee haben wir. Eine Kolonialarmee haben wir jetzt nach Suez gesetzt, weil wenn wir einen Krieg in den Kolonien führen, dann am ehesten mit dem Osmanischen Reich. Wir sollten also da irgendwie aufpäppeln, das Gebiet. Apropos aufpäppeln, dann schauen wir mal, wie das mit dem Force ausschaut hier. Die ersten am Pol. Wir sollten eine Expedition aufstellen, natürlich. Noch immer, schon wieder. Ach weh. Da gibt es schon den schon mal gebaut. Offensichtlich hat es da recht lang gedauert, bis wir das Geld gehabt haben. Matanassara. Das da ist jetzt österreichisch. Das ist Kernprovinz. Hey, das ist ja cool. Meine erste afrikanische Kernprovinz. Ist das cool? Wie schaut das eigentlich bei denen in der Industrie? Schaut das eigentlich in industriell aus da? Was ist das? Libysche Wüste? Lebt das Ding noch? Ja. Naja, ganze 22 Angestellte hat das Ganze. Ob das Zukunft hat? Das ist der größte Nachteil von diesen Liberalen. Man kann überhaupt nichts industriell einstellen. Man muss alles den Kapitalisten überlassen. Immerhin haben die alle recht viel Geld dadurch und bauen Fabriken wie Dummen. Auch wenn es teilweise ziemlich dümmliche Fabriken sind. Ist österreichisch Panama eigentlich schon? Ja, das ist auch eine österreichische Provinz mittlerweile. Gut. Na gut, machen wir weiter. Was das hier? Die USA gehen mich an, könnten die Südamerika nicht Südamerika sein lassen und mich dort in Frieden lassen. Wow. Ah, Venezuela, das ist nicht gut. Die sind schon in meiner Einflusssphäre, gell? Kommen wir noch? Ja, machen wir was, was ich eigentlich nicht so gern mache. Schippern wir ein paar Leute rüber. Ja, die schippern wir rüber. So, auf nach Caracas. Was dazu? Ah, Mist, irgendein General. Zweite Kolonialarmee.
Gibt's auch irgendwas Sinnvolles? Weil keine gescheiten Generäle mehr. Sehr ärgerlich. Gut. Naja, nachdem die Revolution nicht mehr geschafft haben, können wir da mal zurück nach Venedig fahren. Weil ich glaube, Kolumbien wird eh alleine, kommt eh klar alleine mit denen. Oder? Schon. Könnt jetzt wieder drüber gehen. Und hoffen. Eisenbahnen sind gebaut worden. Na geh bitte. Könnt jetzt hier schaffen, bitte. Das Parma? Nein, Modena. Das ist Parma. Pfeffer Venezuela. Braucht ihr kein Mensch. Sachsen ist wichtig. Sachsen dürfen wir nicht verlieren. In Griechenland wollen wir auch nicht verlieren. Württemberg. Schon. Sehr gut, Peru. Noch mehr Eisenbahnen. Wir sind es meinem Fluss machen. Gut. Hey, wir können irgendwas, wir können einen austro-ungarischen Kompromiss eingehen. Was macht denn der? Die adeligen der ungarischen Ländereien drängen schon eine ganze Weile auf mehr Unabhängigkeit und bla 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 bla. Was muss denn? Italien existiert nicht, Deutschland existiert nicht. Das stimmt ja gar nicht, Deutschland existiert. Oh, warte mal, Italien, existiert Italien denn? Italien existiert. Daran liegt's. Mist. Wie haben die das jetzt geschafft? Jetzt habe ich das so lange verhindert. Na okay, was macht denn der Ausgleich? Das können wir jetzt eh nicht mehr rückgängig machen. Alle Kernprovinzen erhalten Österreich-Ungarn. Österreich auf alle Bevölkerung in Österreich, die Kultur ist ungarisch werden. Gut, die Ungarn werden glücklicher. Alle Nicht-Ungarn und alle Nicht-Süddeutschen werden unglücklicher. Ich weiß nicht. Ungarisch wird aber als akzeptierte Kolonie. Das heißt, wir könnten ungarische Garde bauen. Das hätte schon was. Mehr Gardeeinheiten. Ach ja, pfeif drauf. Machen wir halt Österreich-Ungarn. Das ist sehr historisch. Auch wenn ich es doof finde. Ich wollte als Österreich. Naja. Hey, unsere Militanz steigt auch. Wow, ich habe definitiv mehr Nicht-Ungarn im Land als Ungarn. Und jetzt erkennen wir wenigstens österreichisch-ungarisch-Afrika. Und wir haben die schönere Fahne. Die österreichisch-ungarische. Das spricht für Österreich-Ungarn. Was dagegen spricht, ist, dass wir jetzt rot-braun sind und nicht mehr weiß. Naja. Können wir auch nichts machen.
Eigentlich müsste es jetzt dann möglich sein, eine neue Reform zu machen mit diesem 3,1. So, ja, das wird die 21. Armee. Ich überlege gerade, ob wir die nach Panama schicken sollen. Nicht die 30., die 21. Armee. Nennen wir sie die erste Übersee. Erste Übersee Armee. Und schicken wir sie nach Panama. Um jetzt nicht so den tollen Anführer, den Hötzendorf, der müsste reichen eigentlich für Panama. Dann könnten wir nämlich die überhaupt dorthin schicken. Außerdem könnten wir dann eine Transportflotte nach Panama setzen. Ha, das machen wir doch glatt. Eine Grippepandemie, das ist so ziemlich das Schlimmste. Das ist nämlich so teuer und noch dazu schlecht. Warte mal, wo gehst denn du hin? Ja, da. So, dafür werden wir aber Panama zu einem Flotten-Dingsbums-Zentrum machen. Sharm al-Sheikh nehmen wir das weg und denen nehmen wir das auch weg. Und wir bauen eine Flotte, und zwar wir bauen solche Dampfer. Sollte ja wohl reichen. Machen wir noch einen 11. Ist auch nicht so schlimm, wenn da nicht so viele Gardetruppen drinnen sind. So, ihr wartet, bis die da sind. Die haben halt Beziehungen zu uns verbessert. Warum eigentlich? Interessiert mich eigentlich nicht wirklich, Serbien. Die sind einfach viel zu schwach, als dass sie irgendwie Sinn ergeben als Verbündeter. Ich meine, möglicherweise mögen sie es, würden sie es gern mögen, dass wir ihnen helfen, sollten sie von den Osmanen angegriffen werden. Wir schenken wieder Baumwolle her. Auch nicht schlecht. Okay, Herrschaften, ich glaube, wir hören jetzt auf. Meine Familie kriegt nämlich Hunger. Ich glaube, ich muss ihnen was zu essen geben. Was nicht gut ist. Ich habe nämlich noch keinen Hunger. Aber vielleicht liegt das daran, dass ich da die ganze Zeit spiele. Dann wird das halt eine sehr kurze Installment. Das ist aber auch nicht so schlimm. Meine Güte, einmal nur 15 Minuten statt 30. Herrschaften, ich wünsche euch also einen wunderschönen guten Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.